So, und hallo Leute und willkommen zu meinem Battlefield 4 Let's Play. Eher widerwillig, ich bin kein Battlefield-Fan, ehrlich gesagt. Hast du schon öfters gesagt? Ich weiß, aber vielleicht haben es die Leute nicht so gut mitbekommen. In meinen Team Fortress Let's Plays habe ich ja schon gesagt, ich bin kein großer Battlefield-Fan. Einfach nur, weil es ohne Taktik ist, ohne Taktik, draufgeballert, Gefluche und so weiter. Und ich habe mich mal überwunden, sowas zu machen jetzt. Ich habe, ja, okay, von mir aus, habe ich gesagt. Und ja, ich habe schon eine kleine, Testkampagne angefangen, aber nur um zu testen, ob die Settings auch gut sind und so weiter. Also lasst uns einfach mal eine neue Kampagne starten. Ja, das sind eh nur ein paar Minuten. Mal auf ganz schwer will ich die Kampagne machen, auf ganz schwer. Mal sehen, ob das wirklich so schwer ist auf schwer. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Oder was denkst du? Ja, das denke ich auch. Ich meine, wenn du in so einem Spiel wie Serious Sam da, oder, na, Team Fortress geht ja nicht, aber wenn du auf Serious Sam zum Beispiel schwer einstellst, oder Serious, dann Alter. Aber ich glaube, hier wird es keine große Veränderung zum leichten Modus sein. Nee. Naja, ich glaube auch nicht. Egal, lass uns einfach mal reingucken. Die Credits am Anfang, also die Entwickler und so, die sind so langsam gerade echt schon. Ja, mir der Vorsicht gerade mal durch, weil ich alles löschen kann von den Bildern. Ich glaube, ich habe Audio nicht an. Extra groß. So. Moment, warte kurz mal. Der sagt eigentlich, will ich zu diesem Song sterben, aber ja, geht's. Ich mach mal 100% laut. Kleiner Fehler am Anfang, verzeiht ihn mir, aber es muss sein. Ein bisschen Spaß sein. Oh ne. Ja. Hey, Cutscene gerade. Respekt, Wrecker. Das war gerade echt eine klasse Fahrleistung. Bis auf das Ende. Mach das Licht am Berg. Warum sprechen die sich eh nicht einfach mit du an? Die müssen immer Mann oder die Namen sagen. Bisschen komisch. Irish, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Panik. Red nicht so, aber du jagst mir eine scheiß Angst ein. Pack, hilf mir, den Sitz zu bewegen. Wir sinken weiter. Scheiße. Wir holen dich da raus dann. Hörst du? Niemand. Die Türen klemmen fest. Scheiße. Das lief alles anders als geplant. Die sagen im Prinzip gerade nur Mann und Scheiße. Nimm meine Waffe. Sehr, sehr intellektueller Dialog übrigens. Oh je, wahrscheinlich so total doof. Warte. Ja, lass es sein! Wir sind unter Wasser und der soll es. Mein Charakter soll das Fenster zerschießen, aber ich habe keine Wahl. Das ist ganz toll, und zwar, wenn du den Spielern die Wahl gibst und die nur eine Entscheidung übrig lässt. Ja, Sinnlos. erkennst du irgendwo das Problem? Alter, die hätten das wirklich nicht machen müssen. Hätten sie nicht, eigentlich hätten sie es auch alleine machen müssen. Der Spieler muss nur eine Tasche drücken. Und die Entscheidung ist, es gibt keine Entscheidung. Was? Eieiei. Das ist ja noch schlimmer als bei Guild Wars 2, wo du zwar eine Entscheidung machen kannst, aber die Entscheidung im Grunde doof ist, wie du machst. Bei Guild Wars 2 oder welche? Bei welchem Spiel Ja, eigentlich? meine ich ja jetzt, Guild Wars 2. Genau. Ich meine, du triffst zwar Entscheidungen, aber im Grunde sind die Entscheidungen für den Arsch. Weil die Living Story, die Geschichte, die du durchmachst, die Ja, ist ein warte. Kupferwert, ne? Ich hätte fast ins Gesicht geschossen. Wo sind die anderen? Entspann dich, Pack. Wo zum Henker warst du? Wow, was für Zufälle, ey. Die treffen sich alle am selben Punkt aus Zufall. Ja. Lassen wir es einfach mal auf. Durchatmen, Mann. Hast du die Intel? Ja, hab ich. Sehr gut. Scheiße. Ist schon hell draußen. Warum müssen immer fluchen? Ich bekomm's nicht mal in den Kopf rein. Wieso soll es männlich sein? Oh, scheiße, Alter. Oh, scheiße, oh, scheiße, 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 scheiße. Die fluchen echt. Alter, die fluchen schon. Die fluchen im Prinzip die ganze Zeit. Ist das irgendwie nicht hirnlos so?
Das ist Battlefield, also. Also, nochmal kleine Anmerkung. Falls ihr jetzt erwartet habt, dass ich das Spiel spiele und hier fast einen Orgasmus bekomme, wenn ich das spiele und sage, das Spiel ist so geil, ey, dann. Bitte sag ich. Ja, ich gehe jetzt dann. Wir sind nämlich hier. Wir sind ganz unzufrieden mit Battlefield. Alter, der hat einen Hund zusammengeschlagen. Oh, das sind unsere Helden, Alter. Das sind unsere. Wow. Ja, harter Modus, ich sehe es. Ich sehe den harten Modus. Oh ja, scheiße, so Kinder. Ich habe bis jetzt keinen Treffer eingesteckt. Harter Modus, ja. Harter Modus, ja. Ende. Ey, Mann, du bist. Ich bin irgendwie, glaube ich, gerade. Die Entwickler haben den harten Modus mit dem einfachen Modus verwechselt. Hast du den schweren Modus genommen? Ja, den schwersten, wo es möglich ist. Aber es ist immer noch leichter als einfacher Modus. Okay, das ist. So. Ja. Das ist es. Ja, die müssen wir. Ich meine, sie müssen mir jetzt auch nicht sagen, dass ich mich darum bewegen soll. Beweg dich, beweg dich. Ja, ich weiß, sonst komme ich im Spiel nicht weiter. Sagen die, dass du dich ständig bewegen sollst? Ja. Alter, das fuckt aber echt, ey. Das braucht niemand. Ich erinnere euch nochmal, harte Modus. Falls, das kannst du ja später ansehen, was ich damit gemeint habe. Oh je. Wahrscheinlich im Vergleich zu Serious Sam so Kinderspiel. Ey, das im Vergleich zu Serious Sam ist das ein Lollipop. Das Spiel. Oh je, okay. Anscheinend haben sie es extra so gemacht, dass es jeder Vollidiot spielen kann. Bei Team Fortress musste ich wenigstens noch mit dem Spy und mit dem Sniper oder so anstrengen, falls ihr das Spiel kennt. Man muss sich anstrengen mit den verschiedenen Klassen und hier, Geballer. Und die meisten Leute bekommen hier. Wahrscheinlich noch. Ich möchte nicht die Battlefield-Spieler beleidigen, aber. Leute. Holt euch was Härteres. Oder holt euch irgendwas Gutes, Mann. Da müsst ihr wenigstens mal. Oh, ich bin fast am Sterben. Ja, ich muss. Lol. Wie schnell ist mein Leben auffrischt? Mein Leben hat sich gerade. Von 3 Leben auf 100 aufgefrischt in ungefähr. Wie viel waren das? In wie viel? 2 Sekunden? Hochgehalten hast du jetzt? Ja. Oh, Alter. Ohne Medikits, ohne Medikits. Nur zu sagen. Im harten Modus. Oi. Wieso geht mein Charakter nicht runter? Hier. Hat mich gerade eine unsichtbare Wand geblockt. Alle Mann okay? Ja. Das ja. Ist unser Fluchtweg. Wrecker, ist da Sprengstoff in der Kiste? Ja. Der Dingsbums. Hier hat mich bloß einer so gerade angesehen. Sind alle okay? Und dann sage ich ja. Ja. Und der guckt mich noch länger an. Und okay, dann geht's weiter. Moment, wie nehme ich nochmal. Ach so, jetzt habe ich C4. Jetzt mach ich da ein bisschen dran. Sprengstoff. Ja. Wow, ich stehe direkt daneben und nehme keinen Schaden. Irgendwie sehr realistisch. Normalerweise wäre mir gerade der Kopf abgeflogen, aber. Nee. Nee, die wollen das wohl weh. Man soll den Noobs auch eine Chance geben. Taktisches Visier. Es ist irgendwie lustig, dass es ein taktisches Visier in Battlefield gibt. Das ist ungefähr das genaue Gegenteil, was Battlefield ist. Taktik. Taktisches Visier. Taktisches Visier in einem Spiel, wo es keine Taktik gibt. Oh je. Irgendwie ein bisschen ironisch, ne? Mein Gott, wieso treffen die mich immer noch? Ich bin schon um die Ecke hier. Ich bin hinter einem Steinchen, das mich beschützt. Wow, Steinchen. Hinter einem Steinchen. Ja,
Ja, ich weiß, ich hab das gerade ein bisschen so. Ich drück mich ja echt so gerade wie so ein Kleinkind aus. Hinter einem Steinchen, da habe ich mich versch... Alter, irgendwie ist ja komisch. Der Gegner hält hier mindestens 1000 Schläge aus und die anderen sterben schon bei 3. Du meinst, es gibt verschiedene Gegnertypen und. Nein, es gibt keine verschiedenen Gegnertypen. Okay, jetzt ist er gestorben. Nach einem Schlag. Nur anscheinend haben die Gegner gerade mal Lust und manchmal nicht zu sterben. Manchmal sagen sie einfach nur, nee. Jetzt nicht, ich bin beschäftigt. Wow, ein Schuss in den Rücken. Ich bin mutig, ne? Kann ich sprengen mal die Wand? Hoffentlich reicht es. Ja, natürlich reicht es. Ein kleines Päckchen C4 und eine ganze Betonwand gesprengt. Bei mir, da lösche ich gerade alle und ohne dicken Anime-Bilder, die ich hab. Was? Bilder? Ja, ich mache mir immer Screenshots. Und, Wow, sie haben geiler Schuss gesagt. Geiler Schuss, mein Gott. Wie intellektuell die hier sind. Geiler Schuss, ein krasser Outfit, ne? So reden hier gerade, ey. Nervt so, ich weiß nicht wieso, aber mich nervt so, wenn zum Beispiel so Entwickler, so, man weiß ganz genau, da hocken so ältere Menschen meistens dran und die hören da irgendwas bei Jugendlichen und die denken dann, das müssen wir in unser Spiel reinbringen, denn das sagen die Jugendlichen auch. Genauso wie die Dubstep-Musik in solchen modernen Spielen. Wenn Dubstep modern ist, dann müssen wir es in moderne Spiele reinpacken, denn modern ist modern und modern ist modern. Mein Gott, Gegner haben. Mir wird gerade gesagt, ich soll nachladen, obwohl ich keine Munition mehr habe. Ja. Verbrauch. Ja, eben. Weil die Gegner. Manche Schüsse gehen einfach durch und manchmal wollen sie einfach nicht sterben. Dann haben sie ihre Tage und wollten sagen einfach, nee. Ich will nicht mehr. Die aktivieren einfach mal ihren God Mode. Wow, ich stehe offen auf dem Schlachtfeld und nehme weniger Schaden, als wenn ich hinter Deckung bin. Was hat sie gerade einer Sieg heil gesagt? Alter! Scheiße! Du bist tot, oder? Nein, mein Verbündeter schuckt mich gerade aus der Deckung raus, der NPC. Ein absolutes No-Go, eigentlich schon, aber die, DICE, also die DICE sind die Battlefield du warst gerade hier, war schon, ach so, genau, Fahrzeug einsteigen, jetzt fahre ich einen Truck hier. Wow, ist ja ganz realistisch, da kommt immer ein ganzer Steinberg drüber aus der mit ungefähr 3 km/h bin ich gerade über so einen riesigen Steinberg drüber gekommen. Ne. Alter, willst du mich verarschen? Das geht sogar. Ich fahre die nur ganz leicht an und der stirbt. Der Gegner. Ich würde mal ausweichen, wenn ich. Au, nein. Die NPC sind so dumm. Warte kurz, warte, ich bin gleich für dich da. Okay, du bist tot. Oh. Ah, da bist du. Moment. Ah, gut. So. Jetzt zu dir. Tot. Wo sind denn alle noch? Ich muss mal umdrehen. Alles ganz locker, ich habe God Mode hier, ich bin unverwundbar hier gerade. Alles ganz locker, take it easy. Ja, du hast noch nicht mal Cheats benutzt, ne? Du musst keinen Cheats, ne? Aber das ist das Spiel. Wow, seht euch diese Action an, Leute. Ja, jede Wette, da ist auch noch Aimbot drin oder so, und das ist das Bild. Wo
seid ihr denn? Oh, da seid ihr. Oh, da kann ich euch leider nicht erwischen. Ich gehe aber erstmal durch den Tunnel. Ja, wie gesagt, harte Modus, Leute. Ich beende an diesem Part mal den... An diesem Teil mal den Part. Also dann bis nachher, Leute. Ciao. Ciao.